17. gegen 15. Das ist Abstiegskampf pur zum Auftakt des 30. Spieltags in der dritten Liga. Es dauert mehr als 10 Minuten bis zur ersten Chance. Bielefeld in Rot. Mit Biancardi Hanin ist zur Stelle. Mitsuta. Szene bleibt am Köcheln, kommt nicht durch. Bielefeld bleibt dran. Wieder Mitsuta. Aber Mannheim arbeitet gut zurück und kann dann letztendlich klären. Und er macht sich gleich mal einen Namen. Omar Hanin, 25 Jahre jung Israeli, bekommt den Vorzug vor Lucien Havriluk, der nicht verletzt ist und nicht mal im Kader steht. Drittligadebüt also für Hanin. Erst Anfang Februar nach Mannheim gekommen, pariert hervorragend gegen Biancardi. Erster größerer Schreckmoment für den SV Waldhof, der zweite folgt sogleich. Segert Kobylanski. Etwas zu optimistisch, die Arminia kontert mit Klos. Der ewige Armine, Fabian Klos, bedient Sam Schreck. Nächster Hochkaräter für die Gäste. Die Ostwestfalen sind vor allem dann gefährlich, wenn sie das Spiel schnell machen. Schreck verpasst die Führung für Bielefeld. Nach 23 Minuten ist dann schon Schluss für Julian Rieckmann, der sichtlich enttäuscht wirkt. Eine Verletzung liegt wohl nicht vor für ihn. Kommt Fridolin Wagner neu ins Spiel. Taktische Veränderung also von Marco Antwerpen. Nach einer knappen halben Stunde kommt dann erstmals was Offensives von den Gastgebern. Abifade. Luca Bolay auf Martin Kobylanski. Er ersetzt heute Kevin Goden in der Startelf. Es ist die erste Torannäherung überhaupt des SV Waldhof. Ein möglicher Treffer hätte nicht gezählt. Kobylanski steht im Abseits beim Zuspiel von Bolay. Wenig später, Mannheim wird nun angriffslustiger. Und fordert den Strafstoß. Handspiel, ja oder nein? Es geht weiter mit Segert. Und Achtung, es wird wieder laut, denn Kobylanski geht zu Boden. Schiedsrichter Haselberger winkt ab, kein Elfer. Schreck berührt den Ball mit dem Arm, will ihn aus meiner Sicht aber eher wegziehen. Und dann ist es für mich eindeutig kein Foul an Kobylanski. Für mich vertretbar, hier zweimal keinen Strafstoß zu geben. Die 32. Minute. Terence Boyd setzt sich gegen Lannert durch. Der Bielefelder bleibt liegen, den behalten wir mal im Blick. Dann Hawkins nimmt Wagner mit und oben am Bildrand liegt immer noch Lannert auf dem Boden. Die rechte Abwehrseite frei, die besetzt Bolay. Luca Bolay auf Abifade, 1-0 Waldhof. Abifade traf auch vergangene Woche beim 2-2 in Köln, jetzt schlägt er wieder zu. Wir schauen natürlich auf die Entstehung und sehen, dass Boyd Lannert mit dem ausgestreckten Arm im Gesicht erwischt. Das ist zwar keine Tätlichkeit, aber das kann man durchaus als Foul pfeifen. Schiedsrichter Haselberger lässt die Aktion weiterlaufen. Über Hawkins und Wagner kommt der Ball dann zurück auf die unbesetzte rechte Abwehrseite der Arminia. Bolay mit der präzisen Flanke. Abifade nickt schulbuchmäßig ein. Und so erlebt Marco Antwerpen den Führungstreffer für sein Team. Bielefeld sucht nach der schnellen Antwort. Freistoß Lannert. Klos und Oppi. Auf einmal ganz frei. Omar Hanin im Mannheimer Tor erledigt seinen Job bislang tadellos. Die Arminia drängt auf den Ausgleich. Mitsuta. Und das ist Mael Korbos. Saftiger Abschluss des US-Amerikaners. Bielefeld hat die größeren Torszenen, aber Mannheim führt mit 1-0. Noch immer nicht Pause, noch eine Ecke für die Gäste. Die kommt auf den Kopf von Großer. Auch er bringt den Ball nicht im Tor unter, sodass es bei der etwas glücklichen Führung für Mannheim bleibt. 1-0 der Stand zur Pause. Antwerpen nimmt noch auf dem Platz den ersten Analyse-Talk vor. Die zweite Hälfte. Waldhof Mannheim kommt offensiv aus der Kabine. Die Abwehr landet bei Bahn. Mitch Kniat und die Arminia liegen weiter nur mit 0-1 hinten. Und die Chancen sind ja da für den Tabellen-15. 53. Minute. Korbos
Seine Flanke findet Klos. Der Mann, der seit 2011 die Schuhe für Arminia Bielefeld schnürt und im Sommer seine Karriere beendet, sorgt immer wieder für Alarm im Mannheimer Strafraum. Weiter die Ostwestfalen, die die Kontrolle im Spiel mehr und mehr übernehmen. Biancardi. Lannert legt sich den Ball auf den linken. Hanin muss hin und zwar doppelt. Der Keeper braucht dann ein bisschen Hilfe vom Teilzeitmediziner Fabian Klos, nachdem er bei der Flanke von Lannert und beim Schuss von Oppi geprüft wird. Bielefeld hat klar mehr Spielanteile, deutlich mehr Chancen, aber nichts Zählbares in der Tasche. Nächste große Möglichkeit für Großer, der noch ein bisschen von Mitspieler Mizuta gestört wird. Knappe 20 Minuten noch. Karpstein, bedrängt von Yildirim. Karpstein mit dem Fehler. Bujelab, wie Yildirim kurz zuvor eingewechselt. Auch er kann aus einer Top-Situation kein Kapital ziehen. Trifft den Ball nach dem Fehlpass von Karpstein nicht voll. Mannheim versucht ab und zu für Entlastung zu sorgen, bietet damit aber auch Räume für die Arminia an. Yildirim gegen Bolay. Yildirim vorbei an Bolay. Bujelab! Kaum zu glauben, aber war egal, was die Arminia in Tornähe versucht. Der Ball will einfach nicht über die Linie. 10 Minuten noch. Terence Boyd geht einem sehr steilen Zuspiel nach und hält den Ball im Spiel. Boyd auf Karls Kersten muss ran. Marco Antwerpen, klappt es mit dem zweiten Sieg unter seiner Regie oder kommt Bielefeld doch noch zum Ausgleich? Oppi mit dem Eckball. Und Klos mit dem Kopfball. Auch der Routinier lässt heute die entscheidende Präzision im Abschluss vermissen. 7 Minuten gibt es obendrauf. Die Nachspielzeit läuft. Terence Boyd legt ab für Karls. Karls vor Kersken, aber Karls nicht mit dem erlösenden zweiten Tor. Karls legt nicht für Jans ab, sondern macht es selbst. Kersken grandios. Hochspannung in Mannheim. Bielefeld hat sich noch nicht aufgegeben. Oppi auf Gulke. Die Arminia scheitert an sich selbst und an ihrer Chancenverwertung. Klos wirft sich auch noch mit rein, aber der Ex-Mannheimer Gerrit Gulke vergibt die letzte Chance auf den Ausgleich. Waldhof Mannheim erkämpft sich einen enorm wichtigen 1:0-Sieg gegen Bielefeld und rückt auf 2 Punkte an den Tabellen-15. heran.